ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuesten Strick-Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist aktuell Donnerstagabend bei mir. Ich hatte einen verdammt langen Arbeitstag, deswegen wundert euch nicht, wenn ich manchmal so ein bisschen wirr durch die Gegend rede oder den Faden verliere, denn nach so einem langen Tag bin ich nicht mehr allzu konzentriert. Aber irgendwie hatte ich total Lust, noch dieses Video zu filmen und deshalb sitze ich jetzt hier, habe mein ganzes Strickzeug zu meinen Füßen und werde euch nach und nach zeigen, was ich so alles kreiert habe seit der letzten Podcast-Folge. Ich habe nichts zu Ende gebracht, deshalb überspringen wir die erste Kategorie. Dafür habe ich umso mehr Whips, die ich euch zeigen kann und ich war wirklich fleißig. Obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Zeit hatte, bis überhaupt nicht, aber irgendwie war ich trotzdem fleißig, weil in den paar Momenten, die ich hatte, war ich wirklich fokussiert und bevor ich hier weiter vor mich hin quassele, fangen wir mit meinen Whips an. Ich habe euch beim letzten Mal einen Whip vorenthalten und das finde ich mega traurig, denn das ist das Whip, an dem ich aktuell am häufigsten was mache. Weil das Coole an diesem Whip ist, dass man da zwischendurch immer mal wieder ein paar Dinger machen kann und mich erfüllt dieses Projekt mit so viel Freude, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das ist meine Scrappy Granny Stripe Decke. Eingerollt sieht das Gerät so aus. Es ist aber natürlich deutlich größer. Also, von vornherein, die meinen Vlogmas nicht geschaut haben, ich kann eigentlich gar nicht häkeln. Das war für mich mein zweites Häkelprojekt ever. Mein erstes ist richtig in die Hose gegangen. Es sah furchtbar aus. Ich wollte so ein Rundtuch häkeln und das habe ich sogar gemacht, bevor ich das erste Mal gestrickt habe. Und ich war total übermotiviert und wollte Stress abbauen und habe wild drauf losgehäkelt und immer in Runden, 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 so ohne Sinn und Verstand. Und ja, am Ende war es fertig. Sah auch eigentlich nicht so schlecht aus. Sehr einheitlich. Aber hatte nur noch so eine Öffnung, wo kein Menschenkopf durchgepasst hätte. Deshalb bin ich sehr stolz, dass ich mich mal wieder ans Häkeln rangewagt habe. Und so sieht mittlerweile meine Granny Stripe Decke aus. Ich häkle dieses wunderschöne Ding aus den ganzen Minis von meinem Nütedern, wenn ich es richtig ausspreche, Adventskalender. Und das wird prinzipiell halt so eine Scrappy Granny Stripe Decke. Das heißt, meine ganzen Reste und so werde ich da auch mit einarbeiten, obwohl ich mittlerweile so motiviert bin und mir denke, vielleicht will ich auch solche Granny Squares noch inklusive machen aus meinen Resten. Das heißt, so in Richtung Scrappy Projekten wird es einiges im Häkelbereich mittlerweile geben. Aber nehmt euch an mir bitte kein Beispiel, denn ich bin da alles andere als irgendein Profi drin. Ich mache das so ein bisschen frei Schnauze. Ich habe mir ein YouTube-Tutorial dazu angeguckt und dann einfach losgelegt. Und ich muss sagen, es klappt besser, als ich es gedacht habe. Es macht mega Bock. Und vor allem, wie gesagt, ihr könnt mal eben so ein Ding machen und so ein Stäbchen und dann könnt ihr es liegen lassen und später weitermachen. Das ist mega, mega praktisch und deswegen liebe ich dieses Projekt so ultra gerne. Genau. Ihr seht, ignoriert einfach meine Redewendung heute. Ich habe noch ein paar Knäule übrig. 2, 4, 6, 8. Also ein bisschen was habe ich noch vor mir. Aber wie gesagt, ich liebe dieses Ding. Macht mir mega viel Spaß. Genau, ich habe auch mitgekriegt, dass ein paar Farben davon so im Dunkeln leuchten. Ich bin ganz gespannt. Aber ja, das wird eine sehr coole Decke. Ich habe 302 Maschen angeschlagen. Zwischendurch sind mir sicher einige verloren gegangen, sicher einige dazugekommen. Das heißt, ich weiß am Ende nicht, wie viele es sind. Aber ja, es hat so ungefähr so eine Länge von einer ganz großen Decke. Finde ich mega cool. Und erst dachte ich, ich mache immer nur eine Reihe oder nur zwei Reihen von einer Farbe. Dann dachte ich mir, aber es soll ja eine Restedecke sein. Und auch nachdem ihr mir Mut zugesprochen habt, habe ich mich dazu entschieden, einfach jedes Knäuel bis zum Ende durchzuhäkeln. Ich sage die ganze Zeit stricken, häkeln natürlich. Und das passt perfekt. Ich bin mega froh darüber und die Übergänge sehen auch mega cool aus. Also ich finde, dadurch, dass es halt sowieso so ein verrücktes, buntes Projekt ist, fällt das gar nicht so auf, dass man plötzlich mittendrin von einer Farbe zur anderen switcht. Beziehungsweise es sieht einfach so aus, als sollte es so sein und das mag ich total gerne.
den kleinen süßen Beutel. Der wird wahrscheinlich sehr bald nicht mehr dafür ausreichen. Aber den habe ich bei Sustrine Grene in Dortmund gekauft und ich finde den so cool. Mega süß. Deshalb, leider habe ich das beim letzten Mal bei meinen Whips unterschlagen. Deshalb musste ich euch das als allererstes zeigen. Das erste Whip. Dann kommen wir... Ja gut, das ist ein Whip, an dem ich leider nicht weitergearbeitet habe. Ich habe es ja so halb vergessen. Nein, ich hatte einfach keine Zeit. Das ist hier der Street Cardi von Otto Lamme. Den habe ich euch beim letzten Mal auch gezeigt. Da habe ich noch nicht dran weitergemacht. Werde ich aber auf jeden Fall, weil wie gesagt, die Wolle finde ich mega schön. Ich finde auch das Design total cool. Es ärgert mich so ein bisschen, dass da echt ein Fehler drin ist. Das macht es ein bisschen komplizierter und nimmt mir so ein bisschen die Motivation. Aber ja, daran soll es nicht scheitern. Und genau, das Coole ist, man strickt auf 6 mm Nadeln. Das heißt, das wird auch relativ fix vorangehen, dieses Projekt. Die Wolle ist von Rico Design. Das ist die Fashion Light Luxury Hand-Dyed Wolle. Mega schön. Habe ich euch auch tausendmal gezeigt, aber ich weiß. Ihr könnt euch genauso wenig daran satt sehen wie ich. Ich mag die Farbe. Finde ich total schön. Genau, deswegen daran muss dringend weitergearbeitet werden. Dann... ja. Mein Aurora Cabin Shawl vom Hibernitalong. Ich mache mir da absolut keinen Stress. Nicht wie beim Mystery Knitalong. Keine Chance. Ich mache das wirklich in komplett meinem Tempo. Ich glaube, bis Ende Januar musste eigentlich fertig werden. So verfahre ich da überhaupt nicht. Ich stricke daran, wenn ich Bock habe. Ihr seht, ich bin auch noch nicht so viel weitergekommen. Ich glaube, ich habe genau eine Reihe nochmal weitergemacht. Aber das Ding wird schon ziemlich geil aussehen. Ihr seht, es sind absolut nicht meine Farben, aber ich finde die so, so schön. Und ihr seht, dass hier schon diese Stäbchen in die andere Richtung anfangen. Und ja, das wird ein geiles Ding. Ein Riesending, aber ein geiles Ding. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Diejenigen, die am Hibernitalong teilnehmen, können mir das ja vielleicht in die Kommentare schreiben. Ich war ein bisschen zu faul oder habe vielleicht auch vergessen, das Garn am Rand mitzunehmen, beziehungsweise immer so einzufädeln, um es mit nach oben zu tragen. Und jetzt habe ich die einfach hier ganz unten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die einfach durchschneiden soll und dann einfach immer neu anfange oder ob ich die doch am Rand entlang führen soll. Aber jetzt sind die halt ganz, ganz unten und es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Deswegen habe ich das zum Beispiel hier bei den unteren Farben schon so gemacht, dass ich die einfach abgeschnitten habe und dann oben neu angesetzt habe. Ich glaube, das wird für mich das Beste sein. Geht eleganter und schöner, aber ich weiß nicht, führt ihr die ganzen Fäden entlang? Weil es nervt mich auch, dass ich hier immer so ein Kuddelmuddel am Ende habe, weil es verknotet sich immer. Und gerade dieses Garn, weil das so ein bisschen rauer ist, verfranzt sich super, super schnell und das nervt. Das nervt furchtbar. Ja, deshalb, schreibt mal in die Kommentare. Sorry, mein Handy. Ich bin gleich wieder da. Sorry für die kurze Unterbrechung, das war meine Mama. Normalerweise habe ich absolut alles auf lautlos. Ich habe sogar meinen Vibrationsalarm aus, weil mich das so stresst seit meiner Krankenhauszeit. Und ich gucke einfach auf mein Handy, wenn ich drauf gucken möchte und nicht, weil ich es muss. Das ist für mich tausendmal entspannter. Aber mein iPad war noch an. Mein iPad war noch an und sie hat per FaceTime angerufen, deswegen hat mein iPad gerade gewimmelt. So, wir konzentrieren uns wieder. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das am Rand mit den ganzen Fäden macht, ob ihr die mitlaufen lasst oder halt abschneidet. Ich glaube, ich werde sie abschneiden. Alle. Alle. Weil dieses Kuddelmuddel, das nervt. Das nervt. Aber er wird ziemlich cool und eigentlich würde ich ihn gerne früher fertig kriegen, weil er doch schon sehr schön in dieses winterliche Wetter reinpasst. Denn heute hat es mal wieder geschneit. Es hätte im Dezember so schneien sollen, aber heute Morgen war ich dicker Schneesturm und es ist so rutschig draußen. Aber der Schnee ist wieder geschmolzen. Leider, leider, leider. Deswegen, das ist mein Aurora Cabin Shawl. Komplizierter Name. Ich finde ihn mega schön. Ich freue mich total drüber, aber ich mache mir zeitmäßig gar keinen Druck. Der wird irgendwann fertig. Ich werde nicht im Januar fertig und das ist auch völlig in Ordnung für mich. Reicht, dass es einmal im Jahr mit dem Mystery Knit Along einen riesen Stress und Aufwand gibt. Das werde ich mir nicht zweimal im Jahr geben. Deshalb, das Projekt mag ich sehr, sehr gerne.
Dann schauen wir doch weiter. Das ist das Söckchen von meinem Freund, das ich nur angestrickt habe, aber noch nicht weitergemacht habe. Beziehungsweise ich habe das Bündchen fertig gemacht. Und jetzt geht es eigentlich Richtung Colorwork. Das wird die Stormtrooper-Socke von irgendwas mit N. Ich vergesse jedes Mal aufs Neue, aber ich verlinke es euch natürlich. Genau, das Bündchen habe ich schon gestrickt. Jetzt muss ich einmal gucken, wie das Colorwork ablaufen wird. Ich benutze für diese Socke die Lana Grossa Malenweizetta Wolle in der Farbe 16. Und die Stormtrooper werden natürlich weiß. Und da habe ich auch die Malenweizetta. Und die Farbe ist die 1. So ein schönes cremeweiß ist das. Also perfekt für solche Sachen. Kann man auch super für 1000 andere Colorwork Sachen verwenden. Also von der will ich wirklich lange was haben. Und ich weiß, was ich euch noch zeigen wollte davon. Einen ultra süßen Maschenmarkierer. Ich hoffe, den sieht man so. Na, da. Ist der nicht süß? Es sind einfach Erbsen. Essen Erbsen. Ich muss euch unbedingt den Online-Shop verlinken, weil ich bin so verliebt in die Dinger. Die sind so, so süß. Also, ach, mega, mega geil. Und das ist hier übrigens auch mein wunderschöner Sockenbeutel, den ich bei dem Adventsgewinnspiel bei Filati gewonnen habe. Auch der. Mega cool. Mega, mega cool. Genau. An dem Stormtrooper-Sockenprojekt muss ich dringend arbeiten, sonst wird mein Freund mega beleidigt sein. Aber Colorwork ist halt so etwas, da muss ich mich wenigstens kurz hinsetzen. Das kann ich nicht mal eben morgens machen, wenn ich so halb die Augen aufmachen kann oder wenn ich abends zu müde bin. Da muss ich schon mit wachem Verstand rangehen. Aber es wäre halt schön, wenn ich jetzt das Farbmuster einmal fertig kriege, beziehungsweise das Farbmuster. Ja, ich stehe wieder auf dem Schlauch. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Dass ich auf jeden Fall das Colorwork einmal fertig habe. Und dann halt normal weiter stricken kann, weil es wirklich nur oben, dass dort die Stormtrooper so am Rand sind und dann wird die ganz normal schwarz weiter gestrickt. Also eigentlich nichts Besonderes. Gut, dann schauen wir mal weiter, was wir hier in der Trickkiste haben. Ja, ich habe ein neues Projekt angestrickt. Und ich wollte nichts Neues anstrengen. Ich wollte mich wirklich auf diese Projekte konzentrieren, aber als ich die Anleitung gesehen habe, dachte ich mir, sofort, sofort. Das geht aber auch damit einher, dass meine Mama sich passende Socken zu ihrem Outstanding Shawl gewünscht hat, aus den ganzen rosa Resten, die ich so hatte. Da habe ich ja so, so ein Regenbogen-Garn-Farbset benutzt und vor allem aber auch so Minis von Quickstrick. Und die waren so schön. Und sie meinte auch, sie hätte so gerne Socken dazu und am besten so ganz simple. Und da habe ich ja in Berchtesgaden schon auch die Malenweizetta in so einem etwas eher anthrazitfarbenen Ton gekauft, weil die Basisfarbe von dem Shawl, die gab es nicht mehr. Und ja, ich habe angefangen, die Painting Bricks Socks von Steven West anzustricken. Ich weiß, es ist total Steven West-lastig, aber ich mag seine Anleitung und er haut aktuell so viele raus, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen und enden soll. Es ist unfassbar. Na, da denkt man, man hat alles von ihm irgendwie so schon mal geschaut, gemacht und alles, was einem gefällt und dann kommt wieder irgendwas Cooles raus und ich bräuchte einfach mehr Zeit zum Stricken. Und ich bin gar nicht, also als ich einmal da dran gesessen habe, habe ich einfach wie wild runtergestrickt. Und guckt euch diese geilen Socken an. Sehen die nicht hübsch aus? Ich habe sogar hier schon mit der Ferse angefangen, wie ihr seht. Und mega, mega geil. Und vor allem, es ist eigentlich auch wieder so simpel, aber es sieht so cool aus. Also er hat einfach die geilsten Ideen. Kann ich nicht anders sagen. Wie gesagt, Basiswolle ist die von Lana Grossa, die Malenweizetta. Ich weiß gar nicht, ob ich die Banderole hier habe, um euch die Farbe noch zu sagen. Aber ich glaube schon. Das ist die Farbe 15, also eins unter der anderen. Wie gesagt, die ist so ein bisschen anthrazitfarbener. Die ganzen Minis habe ich rausgewühlt und es strickt sich wirklich schnell und schön und ach, die sind so cool. Ich freue mich da total drüber. Viel zu schade, sie meiner Mama zu geben, aber ich habe ihr schon gesagt, dass sie die kriegt. Deswegen bekommt sie die auch. Aber ich glaube sogar, meine Reste reichen sogar noch für eine weitere Socke. Von daher ist noch viel möglich.
mega, mega schön. Ich finde es auch relativ anfängerfreundlich. Das heißt, wer schon mal so eine ganz normale Socke gestrickt hat und Bock hat, ein bisschen was anderes zu machen, eigentlich geht das ganz gut. Es ist nicht so komplex, wie es aussieht. Wirklich nicht. Na, also wenn man so ein paar Basissachen verstanden hat, kann man das auch wirklich gut stricken. Genau, das ist mein Herzenssong-Projekt. Und kommen wir zu, ich glaube, meinem Lieblingsprojekt aktuell. Das ist der Pogona Shawl von Steven West. Von wem auch sonst. Und da war ich wirklich fleißig. Auch wenn das so nicht aussieht. Aber in Relation zum letzten Mal, ich habe hier extra so einen Progress Keeper reingemacht. Ich war hier unten und mittlerweile bin ich hier oben. Und ihr wisst, die Tücher, die werden ja immer größer. Und ich kann das gar nicht hier, weil ich leider nur noch ein 80er Band hatte. Oder ich glaube, ich hatte noch irgendwo das 100er. Aber ich habe es, ich glaube, ich habe aus Versehen einfach nach dem 80er gegriffen. Deswegen sieht es so klein aus, ist aber mittlerweile wirklich riesig. Und ich bin mittlerweile bei der letzten Section angekommen. Und dank dessen lässt sich das jetzt auch super easy runterstricken. Ich war ja am Anfang so ein bisschen angeknapst, weil das immer hieß, irgendwie mach das so weit, bis du 15 cm erreicht hast. Und ja, ich mag es halt lieber, wenn man mir sagt, strick das bitte noch 15 Mal. Funktioniert für mich besser. So musste man halt immer zwischendurch mal nachmessen. Weil irgendwie, ich habe ein super schlechtes Augenmaß. Also ich bin auch extrem schlecht im Schätzen. Ich kann das überhaupt nicht. Ja, aber jetzt bin ich am Ende angekommen. Jetzt muss man das so häufig wiederholen, bis man 71 cm zusammen hat. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Das ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit, aber sieht mega cool aus. Ich habe dafür die Wolle von Kiezgarn, die Neukölln Karussell Wolle benutzt und sie ist wunderschön. Sie ist einfach wunderschön. Wie gesagt, das wird mein all-time favorite Garn sein. Und ich finde auch dieses Muster, also erst dachte ich, das könnte vielleicht ein bisschen zu banal sogar sein, aber durch diese Ecken wird das ziemlich, ziemlich cool. Also auch das ist ein rechte und linke Maschen, mehr ist das nicht. Also auch auf jeden Fall ein sehr anfängerfreundlicher Shawl von Steven West. Anfängerfreundliches Tuch. Kann man super cool stricken. Gefällt mir total gut. Für die große Variante hat er, glaube ich, aufgeschrieben, dass man 300 Gramm Knäule braucht. Aber man kann auch eine kleine Variante machen, wo man, glaube ich, auch so nur ein Knäuel für braucht. Also beide Optionen sind offen. Wenn man nicht so diese riesigen Sachen mag, ist die kleine Variante auf jeden Fall auch eine gute Option. Genau. Und ich glaube, dann sind wir auch schon durch mit meinen Whips. Eins ist noch immer in meinem Rucksack, das habe ich immer auf der Arbeit mit, aber aktuell komme ich auch nicht dazu, daran irgendwas weiterzumachen. Das ist meine Radieschensocke, mein Dauerwhip. Vielleicht schaffe ich es ja sogar noch, die in den nächsten ein, zwei Monaten fertig zu kriegen, mal schauen. Ja, wäre schön, wenn ich in der Pause mal mehr dazu kommen würde, weil dann würde sich das auch schnell wegarbeiten lassen. Weil die erste Socke habe ich ja schon fertig, es geht ja nur noch um die zweite. Aber egal, auch da mache ich mir keinen Druck, auch wenn aktuell der... Wie heißt der Knitalong? UFO Knitalong? Da ist das UFO irgendwie so vom Frickelcast auf jeden Fall. Eigentlich war es kurz so eine richtig gute Motivation für mich. Ach, alle arbeiten jetzt an ihren Dauerwhips, das mache ich auch. Aber ja, seitdem liegt diese Socke in meinem Rucksack. Es ist wie es ist. Kommen wir am besten zur nächsten Kategorie. Kommen wir zu meinem Live-Update. Morgen geht es für uns nach Berlin und ich freue mich riesig. Ich freue mich so sehr darüber. Es wird richtig, richtig cool. Leider eine viel zu kurze Zeit, weil wir wirklich nur das Wochenende über da sind. Ja, aber besser als gar nichts. Das einzige Manko ist, ich hätte mir wirklich, wirklich, wirklich gerne das Kuda-Musical angeguckt, weil ich von einer Kollegin gehört habe, dass sich das total lohnt. Und ihr wisst ja, dass ich die Kudam-Serie wirklich gerne mag und ich höre auch die ganze Zeit die Musik von dem Musical hoch und runter, weil ich die so cool finde. Ja, aber wir nehmen Cleo mit, wir wollen Cleo auch mitnehmen. Wir haben überlegt, sie auch hier zu lassen, aber ja, wir nehmen sie mit und ins Theater kann man natürlich keine Hunde mitnehmen und deshalb bleibt es halt dabei, dass wir leider nicht in das Musical gehen. Es ist leider auch nur noch bis Februar da. Ich habe aber die Hoffnung, dass dann einfach in Hamburg oder in Stuttgart oder so stattfindet und nicht komplett abgesetzt wird. Das wäre ja richtig, richtig schlimm. Aber ich glaube nicht, weil ich glaube, es läuft relativ gut. Kann auch sein, dass es nicht gut läuft. Es muss gut laufen. Das hört sich nämlich wirklich gut an. Naja, deshalb. Das ist so das einzige Manko. Ansonsten,
ja, werde ich auf jeden Fall in zwei Wollläden reingehen. Ich glaube, mehr schaffe ich einfach nicht und mehr hält, glaube ich, mein Freund auch psychisch nicht aus. Ich möchte auf jeden Fall zu Jan Over Berlin gehen, weil ich da schon mal war und ihn ganz cool fand. Und zu Wollen Berlin in Wedding. Genau, weil da war ich noch nie. Das sind so die zwei Pläne, die ich habe. Und ja, abgesehen von Berlin gibt es erstmal nichts Neues. Kommen wir zu Filmen, Serien, Podcasts, Büchern und allem, was ich so gelesen, gesehen und gehört habe. Das erste, was ich geguckt habe, also so an neuen Sachen, ist das, was ich immer so wiederholt, das erzähle ich euch gar nicht mehr, war der zweite Teil von Enola Holmes. Ich fand den ersten Teil schon sehr, sehr cool, aber der zweite war genauso gut. Der war genauso gut. Meistens ist es ja so, dass der zweite Film nicht so gut ist wie der erste, aber der war genauso cool. Hat mir total gut gefallen, war richtig gut inszeniert und gemacht. Ich mag die Schauspielerin total gerne. Nicht nur, weil sie bei Stranger Things auch mitgespielt hat, sondern sie setzt es einfach richtig gut um. Also ich finde es auch thematisch richtig cool. Also, ha, da wird einem immer so warm ums Herz. Es ist einfach ein schöner, netter Film. Genau. Enola Holmes war das eine. Dann musste ich echt überlegen. So viel habe ich in letzter Zeit nicht geguckt. Und wenn dann nur so Sachen, die ich schon mal geschaut habe, wo ich auch bei einnicken kann und nicht so drauf achten muss. Genau, ich habe weiter, ich habe die Bridgerton-Bücher weitergelesen. Da bin ich mit dem ersten Buch schon fast durch. Das habe ich ja vor ein paar Monaten schon mal angefangen, aber hatte dann irgendwie keine Zeit und jetzt bin ich mit dem ersten Buch schon fast durch. Ich habe mir in Polen noch die restlichen Bücher gekauft, die mir gefehlt haben und jetzt steht mir eigentlich nichts mehr im Weg, die ganze Reihe zu lesen. Wer noch die Bridgerton-Serie auf Netflix nicht geguckt hat, guckt euch die auf jeden Fall an. Die ist so unfassbar gut, also wirklich ultra gut. Ich mag die so gerne. Einfach geil. Einfach geil. Ne, wenn so auf Jane Austen und sowas steht, da ist das genau das Richtige für euch. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, und sonst Podcasts höre ich auch immer noch die gleichen, die ich immer höre. Neue Bücher habe ich ansonsten nicht angefangen. Nee, ich glaube, das war's. Ziemlich kurz diesmal. Aber ja, mehr habe ich leider nicht geguckt. Deshalb machen wir einfach mal mit der nächsten Kategorie weiter. Kommen wir zu meinen Plänen und allem Neuen, was es so gibt. Eine ganz neue Sache ist meine ganz kleine, kurze Yoga-Serie für Stricker, die ich hier auf meinem Kanal rausgebracht habe. Und das erste Video ist schon so gut bei euch angekommen. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt auf jeden Fall rein. Es wird euch so viel Gutes bringen. Ich verspreche es euch. Wirklich, wirklich, wirklich. Ja, und es ist total gut bei euch angekommen. Das freut mich riesig. Es freut mich auch, wenn es euch was bringt. Also mir ist es auch wichtig, dass ihr lange und gesund stricken könnt. Und Yoga ist da genau das Richtige. Deshalb, es wird noch einen zweiten Teil geben. Der wird wahrscheinlich nach diesem Podcast folgen. Zum Rücken und vor allem zum oberen Rückenbereich. Und dann schauen wir erstmal. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass so gut bei euch angekommen ist. Und es wird auf jeden Fall diesen zweiten Teil geben. Deshalb freut euch drauf. Das ist das eine. Dann so an Strickprojekten habe ich aktuell nicht so viel im Kopf, außer eine Sache. Da habe ich auch so das Knäuel. So, ich habe hier nämlich noch ein weißes Garnknäuel, das mein Freund schon fleißig gewickelt hat. Auch das ist von Kiezgarn. Ich muss nur irgendwann das Label raussuchen. Dazu. Daraus möchte ich auf jeden Fall eine Mütze machen und zwar den Musselboro Head von Isolda Tea, weil ich gerne diese Mütze zum Kundalini-Yoga benutzen möchte. Die Kundalini-Yogis haben ja häufig Turbane und sowas an und es darf natürlich jeder dahin kommen, wie er möchte, aber ja, ich bin ja prinzipiell so ein Mützenträger und ich dachte mir, ich gehe da einfach so meinen eigenen Weg. Und trage einfach, also man trägt ja halt auch weiß, nicht nur Turban, sondern auch weiß. Ich habe auch Secondhand eine richtig coole weiße Leggings gefunden. Endlich, endlich, endlich. Es hat lang genug gedauert. Und ja, ich werde mir daraus dieses Musselboro Head machen und das in meiner Kundalini-Yoga-Ausbildung tragen. Und auch so natürlich, ne? Aber ich finde, das Knäuel ist da genau passend für. Und so mache ich halt meine eigene Interpretation, ne? Dieser Tradition. Weil, wie gesagt, also wer da Angst vor hat und das gruselig findet oder so,
in solche Yogastunden, ihr könnt gehen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch komplett in Schwarz gekleidet. Das ist euch völlig selbst überlassen. Also die machen da wirklich überhaupt gar keinen Zwang draus. Der Sinn ist davon, dass die Energie halt mehr gespeichert wird. Ja, und halt nicht, wenn die Kundalini aussteigt, aus euch raus und sich in alles andere ausbreitet, sondern wirklich in euch bleibt. Und ja, deshalb halt dieses Turban tragen oder viele tragen auch Stirnbänder. Also es kann jeder halt machen, wie er es für sich als richtig erachtet. Und ich habe es sowieso so, dass ich häufig beim Yoga Mützen trage. Und ich dachte mir, okay, dann kann ich halt, wie gesagt, einerseits so ein bisschen dieser Tradition folgen, andererseits so ein bisschen auf meinem Weg, andererseits meine Mützen, meine eigene Mützentradition fürs Yoga fortsetzen. Genau, das ist das Einzige. Aber ich fand die Mütze total cool, das Garn ist schön, deshalb höre ich jetzt auf, darüber zu reden, denn ich mache einfach diese Mütze daraus. So, schön, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben für mich da oder abonniert meinen Kanal, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal zum Yoga wieder und danach wird es ganz sicher den Berlin-Vlog geben. Deshalb freut euch schon drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!